Wenn wir uns die Historie anschauen, wann und wie Gesellschaften, wann und wie Länder Innovationen anderer respektieren und die Durchsetzung dieser Innovationen in dem jeweiligen Land zulassen, dann gibt es Beispiele wie Japan und Südkorea, wo sich die Gesellschaft, wo sich das Land von einer Kopiergesellschaft in eine innovative Gesellschaft gewandelt hat. Und damit auch den Schutz ihrer Innovationen im Ausland respektiert haben wollten und deshalb auch Innovationen im Inland respektieren mussten, sich also den internationalen Abkommen über den Schutz von Intellectual Property angeschlossen haben. Das ist in China schon der Fall. Es wird in China noch intensiver ein Wandel von einer Kopiergesellschaft, die sie jetzt schon nicht mehr ausschließlich sind, hin zu einer innovativen Gesellschaft ergeben. Die Regulierung des Transfers von Währung, von Geld aus China heraus in andere Länder war bislang sehr, sehr, sehr restriktiv. Seit 2016 gab es dort erhebliche Restriktionen, die Investitionen aus chinesischer Unternehmen im Ausland sehr erschwert haben. Seit dem 1. März diesen Jahres sind diese Restriktionen erheblich gelockert worden, sodass der Kapitalfluss aus China in andere Länder nunmehr wesentlich einfacher und damit auch Investitionen in diese Länder erheblich vereinfacht sind. Ich selbst habe viele Jahre in Singapur gelebt. Das ist nicht China, aber es ist natürlich chinesisch dominiert und habe deshalb, was die interkulturelle Kompetenz und die interkulturellen Fragen angeht, überhaupt keine Probleme mit meinen chinesischen Kollegen in den Büros zusammenzuarbeiten. Dort gibt es auch keine Sprachbarriere, weil die viele, viele Kollegen im Ausland ausgebildet sind und wir bei vielen Projekten sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten.